müssen. Das Motto des diesjährigen Tag des Denkmals heißt ja, ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge mehr, Handwerk, Technik, Industrie. Jedes alleine genommen kann man behandeln, aber gerade hier im ehemaligen Bayerwerk ist es eben sehr interessant, dass man die drei Themen hier im Zusammenspiel hat und daran eben anschaulich erklären kann, auch die Entwicklung in diesem Bereich. Das ist eigentlich eher die Unterüberschrift hier. Was haben wir jetzt hier? Ups. Das brauchen wir nicht. Das, was gleich kommt, der Text, den brauchen Sie nicht lesen, gucken Sie sich die Bilder an, was da an Text steht, das werde ich Ihnen dann erzählen. So, also wir fangen mal ganz kurz bei der Bayer Historie an, wie dann die Handwerkerabteilung und die Werkstätten sich entwickelt haben. Zunächst mal in Barmen und Elberfeld, dann wie es in Leverkusen weiterging, bis quasi zum Ersten Weltkrieg, dann bis zum Zweiten, also eigentlich bis heute, und auch die wesentlichen Entwicklungen, die bis zur Gegenwart sich hier abgespielt haben. Zu meiner Person noch kurz, wie gesagt, Walter Zimmermann heiße ich, bin 57 Jahre alt, im Ruhrgebiet geboren und habe da auch sehr viel von Industrie, Bergbau, Stahl mitbekommen, die Entwicklung. Und ich habe in Bochum studiert, bin Diplomgeograf und Kartograf und bin jetzt 31 Jahre bei Bayer. Also ich kenne hier gerade das Werk Leverkusen wie meine Westentasche und auch die ganzen Entwicklungen, die da passiert sind. Ich war früher bei der Werkleitplanung, also so eine übergeordnete Werksplanung weltweit. Dann habe ich hier jahrelang die Standortplanung für Leverkusen gemacht und bin jetzt im Bereich, war dann beim Bereich Liegenschaften, bin jetzt bei der Bayer Real Estate, also bei der Immobiliengesellschaft von Bayer und bin da auch zuständig für sämtliche Denkmäler, die Bayer noch hat, deutschlandweit. Ich wohne in Leverkusen seit 85 und habe zwei Töchter, bin verheiratet, das reicht jetzt so und jetzt steigen wir mal hier ein. So, wie ging es mit Bayer generell los? 1863 haben die beiden Friedriche, der Friedrich Bayer, der Kaufmann war, und sein Kumpel, sag ich mal, der Friedrich Westcott, die Firma hieß früher Friedrich Bayer et Comp, 1863 in Barmen gegründet. Jeder hatte zunächst mal ein eigenes Werk, was er auch selbst weitergetrieben hat, oder eine eigene Firma, weil man nicht wusste, ob dieses Geschäft, die Bayer-Firma, die neue, die Farbenfabriken Bayer, zukunftsfähig waren. Das hat sich aber bald gezeigt, dass das der Fall war und man wuchs dann in Wuppertal sehr schnell. Und neben der eigentlichen Produktion und der Entwicklung vor allem damals von Farbstoffen, Entwicklung und Produktion, wurde ein Werkstattbereich aufgebaut. Also der Werkstattbereich ist quasi der Startpunkt auch für die Entwicklung des Ingenieurwesens bei Bayer, der Bayer Ingenieurabteilung. Der Friedrich Westcott als Färbermeister und sagen wir, der Technikexperte war zunächst mal der technische Leiter der Bayer Farbenfabriken. Und 1874, also 11 Jahre nach der Firmengründung, hatte man in Barmen in den beiden Standorten 65 Arbeiter. Und Barmen bzw. Wuppertal war ja auch damals eine große Stadt. Dort gab es auch viele andere Betriebe, auch Handwerksbetriebe, sodass man eigentlich in der Anfangsphase noch sich der ortsansässigen Handwerker und Techniker bedienen konnte. Aber mit Zunahme der technischen Einrichtungen in der Fabrik und wird der Einfluss der Technik dann so groß, dass man 1874 einen ersten Handwerksmeister in der Chemie einstellt. Das war der Herr Becker. Bild ist nicht überliefert von damals. Und zusammen mit dem kamen auch mehrere Handwerker. Das gab einen ordentlichen Schub, einen technischen Fortschritt.
da dieser Meister nicht nur für Reparaturen dann zuständig war und die beaufsichtigt hat, sondern er auch einen technischen Überwachungsdienst an den Maschinen, also quasi wie so eine Wartung und Service übernommen hat und letztendlich auch dann eigene Konstruktionen durchgeführt hat, also Dinge, die aus Sicht der Chemie dann wichtig waren, zum Beispiel eine Bütte, also ein Fass mit Rührwerk erfunden hat oder konstruieren sollte auf Anforderung von seinen Chefs, weil bis dahin noch die Farben in den Fässern überwiegend mit der Hand gerührt wurden. Somit ist also 1874 die Grundidee und auch die Grundstruktur des in die Industrie integrierten Handwerks auf den Weg gebracht. Man hat damals eine Reparaturwerkstatt mit zwei Schmieden, einem Schlosser und einem Bleilöter. Es wurde noch viel mit Blei gemacht. Und dann später kamen dann auch noch ein Mauermeister und ein Küfer zur Reparatur der Bütten hinzu. Das heißt, also 1874 hat man gerade dann schon mal fünf Handwerksberufe, die bei Bayer vertreten waren. Noch ein paar alte Fotos. Hier haben wir die Mitarbeiter der Schmiede, einmal 1888 und etwas später 1906 unten. Die Gebäude waren damals überwiegend noch primitiv, das entwickelte sich erst langsam dann weiter. Da aber immer mehr Apparate und bauliche Anlagen benötigt werden und sich zeigt, dass man deren Planung am besten selbst macht, weil man dann am besten selbst weiß, was man wirklich braucht, wird dann 1886 ein eigenes Zeichen- und Konstruktionsbüro eingerichtet. Wichtig ist der Eintritt von Karl Duisberg als Chemiker in die Firma 1883, auch des Ingenieurs 1887 des Ludwig Girtlers, die beide auch sehr gut zusammengespielt haben, also Chemie und Technik. Duisberg machte bald die Erfahrung, wie wichtig die technische Grundausstattung für die chemische Produktion ist. Es gibt ja hier auch eine Ludwig-Girtler-Straße in der Kolonie. 1888 wird das erste technische Lager eingerichtet. Man hat auch die Erfahrung gemacht, dass bestimmte technische Artikel und Material, das was man ständig benötigte, eigentlich immer direkt in ausreichender Menge in der Nähe zur Verfügung haben sollte, um nicht irgendwie dann in Zeitverzug zu kommen und in Engpässe zu kommen. Und 1889 fordert Karl Duisberg dann mehr Ingenieure. Also er war ja zwar Chemiker, aber er hat erkannt, Ingenieure sind wichtig und wir brauchen noch mehr. Und 1890 wurde dann eine sogenannte Ingenieurkonferenz eingerichtet, wo es um den Erfahrungsaustausch zwischen Ingenieuren und Chemikern ging. Man sieht unten auf dem Bild, das Werk Elberfeld wird, also von Barmen ist man dann nach Elberfeld gewandert und hat dort Ende der 1860er Jahre schon ein großes neues Werksgelände erschlossen. Und dieses ist dann 1887 auch schon total überbaut und eng und hat keine Erweiterungsflächen, sodass man da sich überlegt hat, wir brauchen noch wieder einen neuen Standort. Und 1891 ist man dann nach Leverkusen gekommen. So, hier haben wir mal ein Bild, Meister mit Lehrlingen ab 1902 in Elberfeld. Und sagen wir mal, die Elektrik oder Elektrotechnik nimmt auch immer an Bedeutung zu, sodass wir hier 1908 eine elektrische Werkstatt auch haben. So, wie ging es dann in Leverkusen los? Eine Folie vorab, vor Bayer war ja der Karl Leverkus mit seiner Ultramarinfabrik hier, die 1860 rum, 1863 hier zunächst mal unten am Rhein, gegründet wurde. Wie ich sagte vorhin, Abstand zu Wiesdorf waren hier noch gut 2 Kilometer. Wiesdorf war ein Bauerndorf mit 2000 Einwohnern oder damals noch weniger. Und als der Karl Leverkus gestorben ist, haben seine Söhne dann die Hälfte der Fabrik verkauft und sind auf Bayer in Wuppertal zugekommen und haben danach gefragt nach Interesse und so ist Bayer dann hier hingekommen.
In Leverkusen war bayernmäßig zunächst nochmal nichts. Deswegen wurde auch der Aufbau des Werks Mitte der 90er Jahre noch von Elberfeld aus betrieben. Karl Duisberg wurde damit beauftragt und ist auch in der ersten Zeit, in den ersten Jahren wohl jeden Tag mit dem Auto von Wuppertal nach Leverkusen gefahren und wieder zurück, bis er dann hier gewohnt hat. Früh wird auf einer von den Ingenieurkonferenzen beschlossen, dass Leverkusen unbedingt eine Hauptwerkstatt braucht. Das war eines der Hauptthemen. Und für die brauchte man natürlich auch einen möglichst günstigen zentralen Standort im Werk. Und in dieser Hauptwerkstatt sollen zunächst mal neue Apparate gebaut werden. Die einzelnen Produktionsbetriebe hatten damals alle kleine Betriebswerkstätten, wo das Tagesgeschäft quasi abgewickelt wurde, kleine Reparaturen und so weiter. Die sollten auch nochmal optimiert werden und eben eine Hauptwerkstatt sollte gebaut werden. Zunächst mal hat man keine direkte Werksplanung hier in Leverkusen. Es entwickelt sich so wie in Elberfeld. Man baut einfach nebeneinander in engen Abständen und das macht keinen planerisch so guten Eindruck. Und dann kommt der Duisberg und verfasst 1895 eine Denkschrift über den Aufbau und die Organisation der Farbenfabriken zu Leverkusen. Das ist ein sehr, sagen wir mal, intelligentes Planungswerk, wo er das Werksgelände gliedert, vor allen Dingen nicht nur hier in der Keimzelle hier unten am Rhein, sondern er entwickelt quasi einen Plan, der schon bis Wiesdorf hier ranreicht. Und das Ganze ist nach dem Schema von rechtwinkligen Blöcken und Straßensystemen und auch der Lagezuordnung funktional, ist alles sehr durchdacht, einmal im Großen. Aber er macht sich auch Gedanken bis ganz ins Kleine mit Gebäudegrundrissen von Fabriken, von Laborgebäuden und auch Werkstätten bis hin auch zur Normung von technischen Einzelteilen. Also es ging wirklich vom Großen bis ganz ins Detail rein. So, der Werksaufbau vollzieht sich im Wesentlichen zwischen 1896 und 1906. Hier sieht man diese Blockstruktur, dieses rechtwinklige und ein Logistikfluss vom Rhein weg. Erstmal Anlieferung der Rohstoffe hier rein in den Block der organischen Chemie. Daraus werden dann anorganisch, daraus werden dann organische Produkte und letztendlich dann hier die Farben. Hier sieht man auch den Rest hier der Fabrik von Leverkusen. Und man sieht hier auch ein bisschen noch Reservefläche nach Wiesdorf und hier auch schon die Kolonie 1, die ich Ihnen draußen gezeigt habe, wo die Fläche, wo sie stand. So, hier sieht man den Originalplan von Duisberg, wo auch nochmal diese Streifen sind, anorganisch, organisch. Und hier hat er einen Werkstattblock konzipiert. Das waren alles Werkstätten. Der lag jetzt abseits vom Rhein, weil man den Rhein nicht brauchte dazu, aber auch hier günstig an der heutigen B8, damals Provinzialstraße. Hier gab es auch schon einen Block, der war für pharmazeutische Produkte reserviert und hier einen für Verwaltung. Also das war alles schon 1895, das heißt geplant, aber vorgesehen, vorschattiert. Das Ganze hat sich nochmal verschoben, weil der Bereich hier an der Kaiser-Wilhelm-Allee, sieht man hier nicht, der gehörte noch der Familie Leverkus, den hat man später noch dazu gekauft, sodass dann hier die Verwaltung entstehen konnte. Das ist jetzt das Bild, was wir hier auch an der Wand hängen haben. Kann man jetzt nicht so gut sehen. Also dieser Streifen der Verwaltung kam dazu, vor allem das Hauptverwaltungsgebäude Q26, wo 1912 die Firmenzentrale von Elberfeld dann nach Leverkusen übergesiedelt ist. Aber wichtig hier ist auch, dass man, also die Hauptverwaltung wurde 1905 begonnen. Daneben hat man bereits 1900 ein Ingenieurgebäude hingestellt. Die erste Ingenieurverwaltung K52, der Vorgängerbau von dem heutigen Gebäude K9. Also das hatte eine sehr hohe Priorität. Und man
1898 sind bereits die Ingenieurabteilungen aus Wuppertal nach Leverkusen gezogen. Das waren 27 Ingenieure und diverses anderes technisches Personal. Also ich schätze mal, bestimmt 150, 200 Leute aus dem Ingenieurbereich saßen dann hier schon in Leverkusen. Hier kann man es nochmal sehen, das war das erste Ingenieurgebäude, um 1900 eingeschossig noch. Das wurde dann über die Jahre aufgestockt, verändert auch und dann irgendwann abgerissen, Ende der 50er Jahre, um das neue moderne K9 dahin zu bauen. Also das lag dann hier an der Kaiser-Wilhelm-Allee und dieser Werkstattblock, der entwickelte sich dann dahinter. So sah es dann 1910 schon aus, da standen hier schon einige Werkstätten. Also dieser Werkstatt, oder auch Handwerkerblock genannt, hatte zunächst mal den Namen M-Block und hatte verschiedene Nummerierungssysteme im Werk. Zunächst mal hat man angefangen 1891 mit einfach Gebäude 1, 2, 3 und so weiter bis 300 irgendwas und dann wurde da dran gebaut, dann gab es 385 A und B und C und das wurde dann so unüberschaubar, dass man dann angefangen hat, die Blöcke mit Buchstaben zu bezeichnen und ist dann erstmal hier in der Keimzelle hier unten am Rhein angefangen mit A, B und so weiter und dann irgendwie um 1910 oder 12 hat man das nochmal umgedreht und hat dann die Nummerierung, die wir heute auch haben, dass man A fängt man jetzt quasi links oben hier an und dann geht das bis X runter, bis zum Rhein. Das heißt, dieser Werkstattblock hieß erstmal M-Block und heute heißt er auch noch K-Block, also im Prinzip hier, wo wir sind, da gegenüber ist auch der K-Block. Diese Hauptwerkstatt war ein großes Gebäude, das 1895 bis 97 gebaut wird. Das war über 100 Meter lang, eine große Halle. Man sieht es hier, kommt gleich nochmal von innen. Das ist eine Aufnahme vom Wasserturm damals. Der Wasserturm steht ja leider nicht mehr. Musste abgerissen werden, sonst wäre er von alleine umgefallen. So, hier sieht man mal diese große Werkstatt, Gebäude K2. Hier ist es auch relativ leer und hier steht einiges drin. Hier waren vor allem Maschinenbau, Apparatbau, Montage von allen möglichen. Und das war sehr modern und hatte Dreherei, Schlosserei, Montage und eine große 70 PS Zwillingsdampfmaschine. Das war schon für damalige Zeit also ziemlich viel Power. Und diese Hauptwerkstatt war auch, die gehörte der Ingenieurabteilung B, deswegen hieß die Werkstatt B. Und der war auch das Zeichenbüro zugeordnet. Aus vielen kleinen handwerklichen Spezialaufgaben im Bereich der Schlosserei entwickeln sich im Laufe der Zeit Spezialwerkstätten wie Getriebeschlosserei, Werkzeugmacherei, Pumpenschlosserei, Aufzugschlosserei und später noch viel mehr. Und die Aufgaben dieser Hauptwerkstatt waren einmal Durchführung von Reparaturen solcher Art und Umfang, für die die kleineren Betriebswerkstätten nicht geeignet und eingerichtet sind. Das Auffangen von Auftragsspitzen bei stoßweisen Arbeitsanfall in den Betriebswerkstätten. Die mechanische Bearbeitung von Apparaten und Maschinen, die größere Werkzeugmaschinen erfordern. Dann die Neuanfertigung, Aufstellung und Einrichtung von Maschinen, Apparaten, Anlagen, für die aus besonderen Fremdleistungen nicht beansprucht werden können. Und später auch Montage von Rohrleitungen größeren Durchmessers und Wanddicken und Sonderanfertigungen quasi. Warum hat man das jetzt hier so gemacht in Wiesdorf? Also die Eigenständigkeit im Bereich Handwerk und Werkstätten ist besonders dadurch bedingt, weil eben in diesem klitzekleinen Örtchen Wiesdorf es damals so gut wie überhaupt keine Infrastruktur gab. Also damals Bauerndorf mit 2000 Einwohnern. Und über den täglichen Bedarf der Einwohner hinaus auch keine kleinen und größeren Betriebe im Handwerksbereich existierten, die auch nur im Ansatz quasi irgendwie Aufgaben hätten übernehmen können hier für die Farbenfabriken. Und es auch keine Spezialkräfte im Handwerk gab, die den immer
mehr wachsenden technischen Anforderungen hier des Bayerwerks hätten gerecht werden können. Und es gab auch insgesamt im Bereich Ingenieurwesen und Konstruktion gab es hier in Wiesdorf oder auch Schlebusch, Opladen, gab es keine Fachkräfte. Hieraus entwickelt sich neben dem Werkstattbereich an sich auch das Konzept, eine eigene Berufsschule für die benötigten Bayer Ausbildungsberufe einzurichten und zu bauen. Insbesondere auch für die, die dann direkt was mit Chemie zu tun hatten. Das heißt, es gab dann relativ schnell eine duale Ausbildung zwischen Schule und Praxis. Neben dieser Hauptwerkstatt K2 entstand dann kurze Zeit später das Gebäude K3, 1897, auch eine große Halle. Da war dann die Feuerschmiede drin, einschließlich Gelbgießerei, Kesselschmiede, Kupferschmiede, Bleischmelze und so weiter. Hier sieht man es von außen. Da sieht man es von innen, wobei hier bei dem Bild bin ich darauf aufmerksam geworden, wir haben ja ein großes Bayer Fotoarchiv, man kann sich nicht so auf die Bezeichnungen verlassen. Das ist ein Beispiel, ich habe geguckt, okay, das kannte ich noch, K3. Wenn man sich die Dachform hier anguckt und sich die hier anguckt, das ist ein anderes Gebäude. Also ein Fehler quasi in der Bezeichnung. Das hat hier oben so eine Dachraupe drauf und wir haben hier so ein Sheddach. Das ist also nicht K3, sondern das ist nämlich das Gebäude IDA 2. Da wurde nämlich 1901 auch eine größere Werkstatt gebaut. Das war eben die Hauptreparaturwerkstatt. Die war für Reparaturen und Modernisierung veralteter Maschinen und so weiter vorgesehen. Und alle Werkstätten werden später nochmal erweitert. In IDA 2 war dann auch hier die Rohrschlosserei später. Also größte Spezialwerkstatt, um Rohre auch zu fertigen und aneinander zu schweißen. Deswegen wurden da auch hier die ersten modernen Schweißverfahren entwickelt. So, um die Jahrhundertwende wird klar, dass man in dem Handwerkerbereich auch keine externen Arbeitskräfte zur Verfügung hat und den Bedarf selber decken muss und auch die kommunalen Gewerbeschulen, gerade in dem Bereich, der mit Chemie zusammenhängt, also kaum genügend oder überhaupt Jugendliche hervorbringt. Und 1901 entschließt man sich dann eben eine eigene Werkstatt mit Lehrlingsschule einzurichten. Das war noch nicht hier in dem Gebäude, das ist hier quasi die zweite Generation, sondern eben in dem Gebäude IDA 2. Das ist die erste Lehrwerkstatt. So, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Wir sitzen gerade jetzt hier oben in dem Raum. 1913 wird hier exponiert auf dieser Blockecke und in der Nähe zum Pförtner 1 eben eine große repräsentative Lehrlingsschule E1 gebaut mit einer Lehrwerkstatt dahinter für Schlosser. Draußen sieht man noch, da wo der Bus jetzt steht, so die Reste, wie die Werkstatt hier an dem Gebäude angedockt war mit dem Dach. Und hier sieht man also die zweite Generation der Lehrlinge in ihrer eigenen Werkstatt. Wo kamen die eigentlich alle her, die Lehrlinge oder überhaupt die ganzen Arbeiter, wenn sie sagten, hier wohnten ja kaum Menschen, wurden die von weiter ran angeworben oder waren die? Da könnte ich jetzt eine Stunde zu erzählen. Die wurden angeworben überall in Deutschland oder auch in Schlesien und Ostpreußen und auch aus Köln, und es war schwierig, die hierher zu transportieren. Das eine war, wollen wir Wohnung schaffen, das andere war Transport hierhin. Da wurde dann die erste Kleinbahn, die von auf der rechten Rheinseite von Köln hier die Leute mit der Bahn ankarte. 1898 der erste kleine Bahnhof dafür auch. Und dann gab es Ruderboote, die Arbeitskräfte von der anderen Rheinseite rüberschafften, die auch damals der Feuerwehr noch unterstanden. Und dann gab es die Straßenbahn Anfang 19. Jahrhundert und dann den Bahnhof und immer mehr Koloniehäuser auch, aber es war ein sehr, sehr schwieriges Gebiet. Hier sieht man also auch im Bereich Holz ging es dann los, weil Holz war sehr wichtig. Es wurde eine Schreinerei gebaut und hier so noch so ein offenes Gebäude, wie eine
Feldscheune, also nicht nur in den metallbezogenen Werkstätten, war großer Bedarf, sondern auch im Bereich Holz. Hier sieht man Küferei mit einem riesigen Berg von Fässern und Bütten. Das wird 1901 gebaut. Viele längliche kleine Werkstattgebäude, die hier hintereinander angeordnet waren, auch gerade hier so im K-Block. Das waren K27, K21, die beiden letzten Gebäude, die noch standen hier. Die Schreinerei und die Küferei, die vor, kommen nachher noch ein Bild, vor 10 Jahren abgerissen worden sind. Das waren überwiegend eingeschossige Gebäude, teilweise mit Keller, die in der damaligen Architektur errichtet waren, teilweise mit diesen Rundbogen- oder Stichbogenfenstern und oben so eine Dachraupe als Belüftung, als Belichtung und teilweise in Schmuckarchitektur mit Klinkern hier noch. Und in jedes Gebäude ging eigentlich eine Gleise rein. Das Tor war so breit, da konnte man mit der Schmalspurbahn, die hier im Werk überall fuhr, quasi in jede Werkstatt auch reinfahren. Nochmal zum Thema Holz, also insbesondere die Küferei mit Fassdämpferei und Brennerei, das brauchte man dann auch. Da wurden Bütten und Fässer hergestellt, weil Holz damals wegen seiner relativ hohen Beständigkeit gegen Säuren und Chemikalien ein sehr wichtiger Baustoff war. Und auch im Gerüstbau gab es nur Holzgerüste, weil Stahlgerüste gab es erst noch nicht und das wäre damals auch viel zu teuer gewesen. Hier habe ich mal ein Bild von der Schreinerei, vom Aufenthaltsraum eingeblendet. Da haben die sich das selbst alles, denke ich mal, zusammengezimmert und relativ gemütlich gemacht hier. So, da kommt hier auch eine Elektrowerkstatt und andere Werkstätten hier, die großen Platzen aus allen Nähten. Es gibt immer wieder Anbauten und neue Gebäude für vor allem Bereich Schmiede. Das im Detail jetzt zu erläutern, würde jetzt den Rahmen hier sprengen oder Sie auch vielleicht langweilen. Man sieht hier mal 1918 einen Plan vom K-Block, was damals alles gab. Einmal hier die Ingenieurverwaltung, daneben war noch eine Druckerei und eine Spinnerei. Und dann haben wir hier überall Werkstätten. Hier dieses K2, K3, K4, K6, Elektrowerkstatt, hier die ganzen Schreinereien mit Zimmerei und Holzlager, Baumateriallager. Also dieser Block bestand überwiegend aus einmal diesen großen Hallen und dann vielen kleinen länglichen Buden, sage ich mal. Das kann man hier, wenn man es lesen könnte, das Gebäudeverzeichnis aus der Zeit, wo auch nochmal zu sehen sind, einmal die Nummern, dann die erste Blockbezeichnung und dann die zweite Blockbezeichnung. Ja, auch das Auto rückte auch immer mehr in den Vordergrund. Und 1910 hat man bereits eine größere Autowerkstatt am Rhein in V1. So. Ja, das sind jetzt so Details. Die Zimmerei wird erweitert. Es gibt wieder neue Werkstätten für hochlegierte Stähle und Nicht-Eisenmetalle und so weiter. Das geht jetzt bis zum Ersten Weltkrieg. Immer mehr Werkstätten, immer größere Kapazitäten. Und dann ist erstmal, sage ich mal, Ruhepause, kriegsbedingt, und dann eine schwierige Anlaufphase nach dem Ersten Weltkrieg. Das erste größere Gebäude, was dann gebaut wird hier, ist das Gebäude K17. Dafür werden ein paar von diesen alten kleinen Buden abgerissen und das ist dann eben ein moderner, siebengeschossiger, verklinkerter Stahlbetonbau. Der steht übrigens da direkt, man sieht den draußen. Das ist das einzige Gebäude, was noch steht. Da ist das neue technische Lager drin. Fahren gleich dran vorbei. Dann wird ein neues Gebäude gebaut, K19, ein zweischiffiger Hallenbau. Das ist keine wirkliche Werkstatt, das ist eher ein Multifunktionsgebäude. Das hieß TRW, Technischer Raum Wissenschaft, wo wahrscheinlich Anwendungstechnik betrieben wurde. Da war später auch die Kunststoffwerkstatt drin. Und da
hier gibt es eine neue Kesselschmiede, eine neue Eisengießerei. Also in den 20er Jahren kommt auch noch was dazu. Hier wird aus der Bleilöterei. Es wird auch immer spezialisierter. Es gibt ganz viele Spezialwerkstätten. Das Kraftwerk hat eine eigene Werkstatt. Es gibt Schuhwerkstätten. Hier nochmal eine Küferei. Die Feuerwehr selber hat für sich alleine mehrere Werkstätten. Für ihre eigene Ausrüstung, für ihre Feuerwehrautos, für Artenschutz, für Feuerlöscher und so weiter. Und wie gesagt, Kunststoff wird auch immer wichtiger. Also ab 37 gibt es eine Kunststoffwerkstatt, die zunächst mal in der Kupferschmiede untergebracht ist, später dann auch ein eigenes Gebäude kriegt. Dann gibt es eine Lehrwerkstatt für Schweißer, die ist auch erstmal noch in einem anderen Werkstattgebäude drin. 1940 eine neue Schreinerei, eine Holztrocknerei, eine Steinhauerei, eine Anstreicherei. Das ist alles hier noch in dem K-Block. Und einschneidend, da komme ich gleich noch drauf zu, das ist so lange hier, bis die Aquafilmfabrik dann hier gebaut wird. Dann müssen diese kleineren Werkstätten weichen. Dann hat man noch eine Freifläche hier hinter der Ingenieurverwaltung und diesen großen Werkstätten, die sind hier auch zusammengewachsen schon. Die wird dann geschlossen 1939, da wird das Gebäude K10 reingebaut, das Kautschuk-Zentrallaboratorium, da war auch eine Reifenfertigungsanlage drin. Das ist der frühere Hauptsitz von Lanxess, bevor sie nach Köln gezogen sind. Da fahren wir auch gleich dran vorbei. Das schließt also hier diese Lücke. So, das ist der Stand 1943 von der Ingenieurverwaltung. Da ist diese Lücke hier noch nicht geschlossen. Also das Bild ist eigentlich, das muss eher sein. Hier sind die großen Werkstatthallen, das Zentrallager und hier diese ganzen kleineren Buden für Schreinerei und so weiter. So, wie geht es dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter? Zunächst mal liegt hier alles brach im Werk, auch die Werkstätten. Und es ist so, dass man hat auch keine Rohstoffe, keine Kohle. Und die Bayer-Beschäftigten, insbesondere viele Handwerker, werden ausgeliehen, um in Leverkusen bei dem Wiederaufbau zu helfen, auch Trümmer zu beseitigen und zu reparieren und so. Das erste, was neu gebaut wird, ist eine Versuchs-Emaillierwerkstatt. Und auch im Bereich Kunststoff geht es weiter und Kunststoffwerkstatt zieht da aus und zieht in, wie vorhin schon gesagt, in ein neues Gebäude, in ein anderes Gebäude um. Und letztendlich sind um 1950 die meisten Werkstatthallen zu klein geworden. Auch dadurch, dass die Apparate immer größer geworden sind. Also um 1950 ist so ein Einschnitt, gerade für den K-Block. Und außerdem wird das Werksgelände in Flitter erschlossen, sodass man dann auf der grünen Wiese neue große Werkstätten baut und diverse Aktivitäten aus Wiesdorf überzieht nach Flitter. Hier die große Werkstatt, die größte hier, B401, die Stahlbauwerkstatt und daneben die B311. Die alte Gummierungswerkstatt alten Gebäude hier in Wiesdorf, Q12, zieht dann auch hier nach Litter in dieses neue große Gebäude, B311. Das ist jetzt noch nicht mal das größte, sondern das zweitgrößte. Also sehr, sehr viel Platz, sehr viel Möglichkeit, große Apparate zu handeln und so weiter. Der Werkstattbereich wird generell umgruppiert. Es gibt viele neue Dinge wie Oberflächenschutz, Kunststoffverarbeitung und so weiter. Armaturen, Werkstätten, im Detail jetzt nicht so interessant. Das ist jetzt diese riesengroße Werkstatt, die Stahlbauwerkstatt. Da drin ist jetzt integriert, na, das kommt gleich. So, hier sieht man mal die Veränderung im K-Block, bedingt durch den Bau der Filmfabrik. Hier standen Schreinerei und so weiter. Hier gab es die erste Aquafilmfabrik. Und hier wurde jetzt die zweite gebaut, die dann hier an der Kaiser-Wilhelm-Allee endet
Abschnitte in den beiden Gebäuden hier, Katz-Wolfgang 13, wo wir hier reingefahren sind. Und quasi diese Ostkante des K-Blocks wurde komplett abgerissen für die Aquafilmfabrik. Das war hier zu Beginn der 1950er Jahre. Das, was hier stand, zog dann auch überwiegend nach Flittert um. So, um die Zeit, 1966, sah es der K-Block dann so aus. Hier, das sind noch die alten Werkstätten. Hier ist dieses K10. Hier ist jetzt das neue Ingenieurverwaltungsgebäude K9. Agfa Hauptverwaltung, Agfa Hauptlager und die neue Filmfabrik. Hier baute man dann auf der Ecke, war dann auch notwendig, ein neues großes Sozialgebäude, das Walter Hochapfelhaus, das ist direkt hier gegenüber, da gucken wir drauf. Es wurden aber auch, neben diesen Zentralwerkstätten, wurden neue Betriebswerkstätten gebaut für die einzelnen Sparten damals, Geschäftsbereiche, wie hier das Gebäude F29, Baujahr 51. Da fahren wir auch nochmal dran vorbei nachher. Das ist auch ein typisches Beispiel für auch so ein halbwegs großes Gebäude, was aber heute auch nicht mehr benötigt wird. Und eins der wenigen Gebäude, was noch nicht abgerissen ist. Trotzdem geht es zunächst mal in diesen großen Werkstätten noch weiter. Die werden auch mit modernen Maschinen bestückt. Und man sieht hier, wie voll es da in dem K2 noch war und wie das immer wieder aufgestockt wurde und angebaut wurde. In dieses große Gebäude B402 zog zunächst mal dann die Heerschlosserei um, hier aus E1, und in E1 oder E2 hier verblieb dann die Dreherei noch drin. Also das ist hier so ein Anbau an dieses große, diesen großen Kubus von dem B402. Und es gab immer mehr Spezialwerkstätten wie Glasbläserei, wir hatten glaube ich 3 Stück an 3 verschiedenen Stellen hier im Werk. Eine Wagenwerkstatt, eine neue Autowerkstatt auf dem Autohof, Kunststofftechnikum, Kunststoff wird immer wichtiger und intensiver. Und E1 ist natürlich dann hier, wir sind hier übrigens in einem ehemaligen Klassenraum, ne? Im Gebäude E1. Früher waren fast alle Räume so wie der Raum, die meisten sind jetzt so klein gekammert, gebaut als Büros. Also E1 war zu klein und unmodern und man baute in Flittert dann an der B8 hier ab 63 ein neues großes Ausbildungszentrum, wo damals fast 1000 Lehrlinge in über 50 Lehrberufen dann waren. Einmal hier von der B8 zu sehen, einmal von innen, und hierzu gehörte dann auch eine neue große Lehrwerkstatt. Hier hinten das C202, hier sieht man mal innen drin. Also, ich sage mal, 80% der Ausbildung zog dann nach Flittert um. Hier kann man es mal noch auf einem planen Luftbild sehen. Also hier waren diese beiden großen neuen Werkstätten und hier ist dieses Ausbildungszentrum. Hier Anwendungstechnik von Kautschuk und von Kunststoffen und Polyurethan. Auf dem Bild hier nochmal ist die neue Berufsschule mit der Lehrwerkstatt. So, jetzt kommt wieder eine Zäsur in dem Ganzen. Eine große Zäsur. Also bedingt durch veränderte Rahmenbedingungen im Bereich der Produktion und der Stilllegung zahlreicher Betriebe, der Entstehung umfangreicher Freiflächen, wie man es hier sieht, und auch der damit verbundenen Unterauslastung und Unwirtschaftlichkeit bestimmter Werksfunktionen, Werksinfrastruktur, Dienstleistungen und so weiter. Und der Öffnung quasi des Bayerwerks zunächst mal zum Bayer Chemiepark, dann zum Chempark. Da verändert sich hier sehr viel, vor allem durch diese Unterauslastung auch. Wir hatten hier also schon um 2000 etliche Freiflächen, die Bayer selbst nicht mehr nutzen und bebauen konnte, sodass man dann fremden Firmen die Möglichkeit gegeben hat, hier sich anzusiedeln. Auch der Werkstattbereich war inzwischen überdimensioniert und kaum mehr ausgelastet, das ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber auf jeden Fall ging die Auslastung sehr stark zurück und auch die
Gebäude, auch die neuen Gebäude, waren dann schon veraltet, auch schon 40, 50 Jahre alt. Und im Preisvergleich mit externen Konkurrenten, die es dann im Gegensatz zu vor 100 Jahren reichlich gab, und auch tariflicher Zwänge, IG-Farben, Tarifverflechtungen, wurde der Werkstattbereich immer handlungsunfähiger und unrentabler. Man muss sich vorstellen, früher war alles Bayer. Alle Reparaturen, alles was passierte, wurde und musste in den Bayer-Werkstätten passieren, egal was es kostete. Das war damals, ich sag mal, rechte Tasche, linke Tasche von den Kosten. Und mittlerweile gab es dann, das waren damals Pflichtleistungen, eben das alles in den Bayer-Werkstätten abzuwickeln. Mit dem Campark wurde alles offen und man musste das nicht mehr machen. Man konnte sich irgendwelche Werkstätten in Köln oder sonst wo in Europa suchen zu günstigeren Preisen, was dann dazu geführt hat, dass eben auch die Bayer-Werkstätten wenig Geschäft mehr bekommen haben. Allgemein hat sich Bayer auf das Kerngeschäft, auch Produktion, konzentriert, was die Konsequenzen hatten, dass viele Bayer-Werkstätten, vor allem diese großen Zentralwerkstätten, stillgelegt wurden. Außer die Betriebswerkstätten, die sowieso immer noch gebraucht werden, oder bestimmte Spezialwerkstätten. Und man bestimmte Werkstattbereiche ausgesourced hat. Der Rest der Bayer-Werkstattaktivitäten wird heute von Tectrion, Bayer-Tochter oder Currenta-Tochter, übernommen. Und man hat eben auch leerstehende Werkstätten vermietet, teilweise für fremde Handwerkerfirmen. Das heißt, das Fazit: der sich bei Bayer ab 1874 aus den damaligen Notwendigkeiten wie von selbst heraus entwickelte Handwerker- oder Werkstattbereich, es gab eben keine externen alternativen Konkurrenzen hier in Leverkusen, hat sich nach etwa 125 Jahren entsprechend der sich umkehrenden externen Rahmenbedingungen und Veränderungen wieder zurückentwickelt. Wir haben jetzt nur noch quasi ein Minimum da von dem, was mal war. Das ist auch bei anderen Werksfunktionen zu beobachten. Das ist kein Werkstattproblem an sich. Es trifft auch den Bereich Sozial-, Wohnungsversorgung. Das Bayer-Kaufhaus gibt es nicht mehr. Andere Dinge, die Kolonien wurden verkauft. Und alles hat sich erstmal groß entwickelt und hat sich dann eben wieder zurückentwickelt. Das ist aber auch kein Bayer-Phänomen. Das ist ein Phänomen, was eigentlich die meisten alten Firmen, großen Industriebetriebe haben. Also die restlichen Werkstätten im K-Block werden so ab 2000 stillgelegt, stehen erstmal leer oder werden dann schon relativ schnell abgerissen, werden umgenutzt. Wir hatten hier mal eine Seniorenwerkstatt ein paar Jahre drin. Die Feuerwehr hat da ihre Ausrüstung Feuerlöscher gelagert und es sind auch verschiedene Büroflure werden von anderen Verwaltungsbereichen genutzt. Ich habe selber mal hier in so einem Büroflur 3 Jahre gesessen, in K7. Und dieser K-Block hier, wo wir uns auf der Ecke befinden, der wird 2010 aus dem Werksgelände rausgetrennt. Der Zaun wird versetzt, der Förster wird versetzt. Und die letzten Werkstätten, wie hier das K27, wird dann abgerissen, um hier einen Bürocampus zu errichten. Wir sind eben hier an der Bayer Vital Verwaltung vorbeigefahren mit 1000 Arbeitsplätzen und auch die an der Kaiser Wilhelm Allee K12, K13. Da arbeiten etliche Leute drin in K9, in K10. Also der Bereich ist kein Werkstattblock mehr, sondern ein Büroblock geworden. So, das haben wir schon gesagt. Also Bayer Vital ist da drin, Längstes ist da drin, Parkhaus haben wir gebaut, hier fahren wir irgendwann vorbei. Also an die ursprüngliche Werkstattfunktion des K-Blocks erinnert heute eigentlich gar nichts mehr. Das gilt auch für den Großteil der meist 50-jährigen anderen Werkstätten in Flittert. Selbst die Lehrwerkstatt C202 ist schon jahrelang nicht mehr da, weil da ein Pharmabetrieb gebaut wurde und das war dann wichtiger und man hat es irgendwie anders verteilt. So, das ist quasi jetzt zur Erläuterung, wir sind jetzt durch, dass wenn wir gleich durchs Werk fahren, eigentlich keine Werkstätten mehr sehen, so gut wie keine.